Die mikrographische Chirurgie ist die Standardprozedur für Basalzellkarzinome im Gesichtsbereich, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auf der Welt. Diese Prozedur, das wissen wir alle, ist sehr zeitaufwendig, weil wir eben erst, wenn wir die Histologie haben, wissen, ob wir das Basalzellkarzinom vollständig entfernt haben. Und häufig bei uns in der Klinik ist es im Durchschnitt 1,7 Mal nachschneiden müssen, bis der Patient tatsächlich tumorfrei ist. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass man mittels OCT sehr gut Basaliome diagnostizieren kann. Also haben wir uns gedacht, dass wir diese Technik nutzen, um die seitlichen Ränder des Basalzellkarzinoms vor der mikrographischen Chirurgie mittels OCT zu untersuchen. Und das ist eine einfache Prozedur. Wenn wir da außerhalb der eigentlich erwarteten Ränder noch Basaliomanteile im OCT erkennen, können wir direkt vor der Chirurgie diese Ränder erweitern, sodass wir in unseren jetzigen vorläufigen Studien gemerkt haben, dass wir ungefähr einen halben weiteren Schritt mikrographische Chirurgie sparen. Also bei jedem zweiten Patienten brauchen wir einen Schritt weniger, weil wir eben schon vor der ersten Chirurgie entdeckt haben, dass das Basaliom größer ist als erwartet oder als mit der Dermatoskopie zu erkennen ist. Dadurch spart man natürlich auf der einen Seite Zeit für den Patienten, man spart OP-Zeiten, man spart Kosten. Und es gab auch einige Fälle, wo wir auch Gewebe gespart haben, weil wir erkannt haben, dass das Basaliom kleiner ist als erwartet, sodass man dann auch unter Umständen mit einfacheren Defektverschlüssen mit dem Patienten arbeiten kann. Hier ist das sehr einfach einmal zu demonstrieren, wie wir diese Prozedur mit der Randmarkierung machen. Man braucht einen Stift, das ist hier ein silberner Stift, der einen Schatten im OCT-Bild hinterlässt, mit dem wir erstmal den klinisch sichtbaren Rand mit 2 mm Abstand markieren. Und dieser Stift, der verursacht hier einen Schatten, das kann man hier sehr schön sehen in dem OCT-Bild. Wir scannen dann über diesen Rand hinweg und wenn wir außerhalb des Randes hier in diesem Areal noch Basaliomreste sehen, dann können wir direkt noch vor der Chirurgie einfach den Rand ein bisschen zur Seite versetzen und das machen wir so lange, bis tatsächlich außerhalb der Markierung keine Basaliomreste im OCT mehr zu sehen sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir bei jedem Patienten, bei jedem zweiten Patienten ungefähr einen Schritt mikrographische Chirurgie, das ist ungefähr eine halbe Stunde sparen, kann man natürlich diese halbe Stunde OP-Zeit dafür nutzen, noch weitere Patienten in der gleichen Zeit zu operieren. Das heißt also, man kann seine stationäre Auslastung besser planen, wenn man weniger Schritte braucht und kann auch in der gleichen Zeit mehr Patienten operieren. Also ich würde wirklich alle Dermatologen, die mit OCT schon Erfahrung gesammelt haben zur Diagnostik von Basaliom, wirklich ermutigen, diese Technik auch mal einzusetzen, um präoperativ sich die lateralen Grenzen der Basaliome anzuschauen und zu markieren, dass man dann möglichst gleich im ersten Schritt das Basaliom komplett mittels Chirurgie entfernen kann.